Wenn wir in Assassin's Creed Valhalla unsere Gegenstände verbessern wollen, dann brauchen wir zwingend Eisen und gerade das fehlt häufig. Ich zeig dir jetzt, wie du effektiv und schnell Eisen farmen kannst. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du Bock auf mehr hilfreichen AC-Content hast, dann kannst du gerne ein Abo dalassen. Kommen wir aber zum Eisen. Ich habe für euch zwei Farmspots vorbereitet und das ist wichtig, denn das Eisen braucht ein bisschen Zeit, damit es respawnen kann und die sind beide so ausgewählt, dass es auf jeden Fall respawnt und ihr immer wieder hin und her reisen könnt. Der erste Spot ist hier in Hamtunshire und zwar genau hier auf dem Schnellreisepunkt. Und anstatt jetzt hier runter zu springen, gehen wir einmal den Baum runter und können dann einmal hier in unseren Raben reingehen und dann mit L2 bzw. LT den Schwebemodus aktivieren. Dann sehen wir, dass wir hier ganz viele Punkte auf der Karte haben bzw. vor uns haben und das sind alles Eisenvorkommen. Die führen auch nochmal auf der anderen Seite lang. Und was jetzt hier ganz wichtig ist, bei mir werden auch hier die ganze Zeit Eisenpunkte angezeigt. Aber wenn sie jetzt hier nicht so einen Strich nach unten haben, wie beim Leder zum Beispiel, dann sind sie nicht direkt vor euch. Das heißt, die sind weiter unten oder weiter oben. Das mal als Hinweis. Und wenn ihr dann mit eurem Raben die Eisenvorkommen ausgemacht habt, dann könnt ihr die einfach hier looten. Geht dann entsprechend einfach hier runter und lauft eure Route hier ab. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht für euch, um das zu testen und weiß deswegen schon ungefähr, wo die ganzen Spots sind. Ihr könnt aber immer mal wieder unterwegs eben gucken, wo denn noch Vorkommen sind. Und mit der Zeit merkt ihr euch eben, wo die Spots sind und dann werdet ihr auch immer schneller und effektiver dabei, beziehungsweise effizienter und braucht immer weniger Zeit, um das alles abzufarmen. Wir nehmen jetzt mal an, ihr habt den ganzen Spot abgefarmt und seid bei eurem letzten Eisenvorkommen angelangt. Dann werden wir reisen und zwar einmal ganz weit nach oben und zwar einmal zu diesem Hafen hier in Euphorwick. Hier angekommen, lauft ihr einmal Richtung Brücke, dann einmal hier unten durch und hiernach könnt ihr dann auch euer Pferd benutzen und vor allem auch wieder euren Raben einsetzen, mit dem ihr wieder die Umgebung scannen könnt und ihr seht jetzt schon, hier sind schon wieder Eisenvorkommen und das zieht sich tatsächlich die gesamte Küste lang, also wirklich einmal komplett hier lang bis hinten durch und auch noch ein bisschen hier auf der Seite. Da könnt ihr dann auf dem Rückweg lang gehen und das sieht jetzt zwar groß aus, es geht aber relativ schnell, gerade wenn ihr dann auch wisst, wo die ganzen Spots sind, weil wenn ihr nicht mehr euren Raben einsetzen müsst und nur noch sehr, sehr wenig, dann spart ihr einfach extrem viel Zeit. Das Gute bei dem Spot ist eben, es dauert lang genug, dass die Eisenvorkommen in Hamtunshire wieder respawnen können. Das heißt, wenn ihr auch hier fertig seid, könnt ihr einfach wieder zurückreisen und weiterfarmen. Und was auch hier nochmal ganz wichtig ist, auch das Eisen, was ihr rausbekommt, skaliert mit eurem Level. Das heißt, je höher euer Stärkegrad ist, desto mehr Eisen bekommt ihr auch raus. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.